Jo, Union Berlin, 14. Spieltag steht an. Union Berlin ist der Gegner und wir wollen dann weitermachen. Und danach gehe ich jetzt gegen Real. Jetzt erstmal, wie gesagt, Union. Das hoffen wir mal, wenn wir auf die Reihe bekommen. Und dann geht's nach Schalke. Aha. Gut. So, gucken wir mal. Jo, was Sache ist heute. Die 3 Punkte wollen wir natürlich holen. Wir werden natürlich wieder ein bisschen rotieren müssen, weil halt da einige Spieler sind, die jetzt gerade noch nicht so ganz so mehr zu 100% fit sind. Aber dort immer von Beginn an spielen. Karimbi darf mal von Beginn an was ran. Und Lemperle rutscht mal auf die linke Seite. So, ich guck gerade, der da mal so nicht zu 100% fit ist, wird heute auch nicht eingewechselt, wird heute mal nicht spielen. Anisek mal rein. So, Abraham. Einfach nur mal ein bisschen durchrotieren. Und wie viele Stürmer habe ich jetzt mit? 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche keine 5 Stürmer in der Startformation. Nur wird einfach heute nur mal aus dem Kader gestellt. Das hat nichts mit gegen ihn zu tun, sondern einfach nur mal um. Ja. Um den einen oder anderen vielleicht zu schonen. Gehen wir rein ins Match gegen Union. Auf geht's. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. So, wie gesagt, ich habe ein bisschen durchrotiert. Bis vorher ist, wie gesagt, in Madrid in das Champions League Achtelfinale geht. Ne? Dieser Rückschlag gegen Fener, das war so bitter, das tat weh. Es ist übrigens das dritte Heimspiel in Folge, was wir nicht gewonnen haben. Alle drei Heimspiele haben wir nicht gewonnen. Fener hätte ich jetzt, wenn wir Fener geschlagen wären, dann wären wir sogar tatsächlich, ich glaube, dann wären wir sogar Erster gewesen in der Gruppe. Ist aber jetzt auch egal. Wichtig ist, dass es dass es halbwegs glimpflich ausgeht, dass wir nicht so verprügelt werden in Madrid. Mal schauen. Genau so ist es. Na dann, auf. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Wanisek, ja, der darf mal wieder von Beginn an. Nach langer Zeit wieder von Beginn an dabei. Ja, wie gesagt, es ist einfach nur ein bisschen rotiert. Schömert. Das könnte gefährlich werden. Koku! Ah, toll gehalten.
Mal sehen, wie die anderen Spiele ausgehen. Dann könnte es fürs Heimteam heute zur Tabellenführung reichen. Aber die Saison ist noch jung. Aber kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Oh, das war knapp. Oh, Union hat die erste Chance. Schimmert. RMB. Moukoko. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Ab. 1-0. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude. Ja, zieht er. Wichtiger Treffer. Wir haben schon ein bisschen gemeckert, ey, weil ich drehe, aber spiele ich nämlich so häufig. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Haguchi. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Moukoko. Da haben sie die Chance. 2-0. Unaufhaltsam. Wieder der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Der geht in die kurze Ecke. Da ist die Wiederholung des Tors. Und ich denke, den kannst du fast nicht halten, obwohl es die Torwart-Ecke ist. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Lepperle. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Aber dann verlieren sie den Ball. Schömert. Kevin Möwald. Sie haben den Ball. Und Sterner. Gut verteidigt. Fischer. Vielversprechender Steilpass. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Wieder nicht zu null, Buchser. Nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Viel zu einfach, viel zu locker. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Super durchgesetzt. Ab. Ja, kommt nicht durch, der Jäckel da sagt. Das ist mal meiner. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Wieder Hammer. Andrade, wieder Jäckel. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Das ist das Union-Handspiel. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Gelb, rote. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall. War gute Position, nur Eisern Union. Super Freistoß. Aber kein Tor. Schade. Was? Ja, vorbei. Bleibt beim 2 jetzt Bayreuth. Rote. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor Andrade. Für Bayern München. Neuer Spielstand ja, 1-0. Warte mal, ich muss kurz die Katze noch mal rauslassen. Gespielt sind 40 Minuten. Vielen Dank für die Info. Haraguchi. Aber ja, nichts. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Vorne der Ballgewinn. Ja, vielleicht jetzt mal, Buxer. Super Tackling. Erster Linie hat einmal.
Pause. Wir hören den Pausenpfiff und damit war. So, weiter geht's. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Wanizek. Mokoko vielleicht mal jetzt auf der Außen gegen Aidu. Mokoko. Das ist doch gefährlich. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Wieder Mokoko gegen dazwischen und verhindert die Flanke. Bei ihm wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die Ecke kommt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Spielt den Ball in die Füße des Gegners. Ah, kommt nicht durch. Morata. Wird's jetzt gefährlich. Er schießt. Gehalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Ecke Union. Jetzt werden sie wechseln. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Die Ecke kommt rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jetzt mal ab, der Konter erstmal gegen für Bayreuth. Ab, vorbei. Das sieht vielversprechend aus. Die Chance jetzt. Und 3-1. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Der Ball in Null und durchmarschiert. Vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Nicht, dass der eine Option ist. Schaut uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn mal. Einmal durchmarschiert, einmal kurz. Alle aussteigen lassen. Heute rein ins Glück. 3-1 ab. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das macht er sehr gut. Kipi. Ah, war abgeblockt. Der Laufweg von Limperle, glaube ich, war's. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der Torschütze war Sadio Mané. Der Ball wird noch abgefälscht und ja, dadurch kommt der Keeper auch nicht mehr dran. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind 65 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Er holt sich den Ball. Genki Araguchi. Vorbei an allen. Ist das der Anschlusstreffer? Ich glaube, da reden wie. Ja, 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 ja. Alles gut, war wichtig. Da kommt die Ecke. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Wanizek. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da kommt der Pfiff. Zu Riasson. Ball, aber wo will der denn hin? Möbel. Ballverlust. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier den dritten Treffer 3-0, für Bayern München. Viktor Osimhen ist der Torschütze. Das war ein absolut sehenswerter Volley. Das macht ihm so schnell keiner nach. Neuer Spielstand damit also 3-0. 75 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Da können Sie klären. Kevin Andrade. Könnte den Konter geben. Der hat jetzt gerade gar keinen Plan. Jetzt kommt die Flanke. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Ja gut, wir haben ja momentan kurz den Pflichtsieg. Vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. So, Wanizek. Ah, Jeckel. Sechs Minuten sind noch zu gehen.
Kevin Möwald. Ah, Glück haben. Da sind sie da, guter Block. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung. Dieser Freistoß, ich wollte gerade sagen, für die, für mich. By the way, kein Abseits. Da ist die Chance. 4-1. Ja, das dürfte es nun endgültig gewesen sein. Noch ein Tor, sie legen noch einen drauf. Aufgabe. Eisern Union erledigt. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. So, dann haben wir das auch getan, erledigt. Wie auch immer. So. Jo, passt so was. Ein paar Leute, die keinen, mit der wenig gemacht haben. Pass. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Wir bekommen die Nachspielzeit von der Schiedsrichterin. 3 Minuten Sitz. Kein guter Pass. Ja, ist immer nicht wurscht. Das war's wohl. Yep. 4-1. Heimsieg. Heute also an die Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos. Ab 3 Tore. Überzeugt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. Moukoko. So, Aufgabe, Pflichtaufgabe, Union erledigt. Jetzt kann das große Real Madrid kommen und vielleicht, gibt es die dicke Überraschung, dass der kleine Provinzverein aus Bayreuth mal ganz kurz eben Real aus der Champions League schießt. Naja, alles andere wäre eine Überraschung, wenn es so kommen würde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffen wir, dass wir vielleicht es schaffen, irgendwie uns ins Achtelfinale zu mogeln. Aber das schaffen, sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.